Hallo und herzlich willkommen hier in Left 4 Dead 2 mit den lieben Sacker und hier ein paar Zombie-Leichen. In der letzten Folge haben wir aus Versehen den Coach entschuldigt, der hatte da einen Blutfleck, beschuldigt, der Rochelle das Medikit geklaut zu haben. Hat er sogar, er hat der Rochelle das Medikit doch geklaut. Sie hat nämlich jetzt gar keins. Ich glaube, er hat es doch geklaut. Keine Ahnung, ist auch egal. Wir wollen jetzt mal weiter. Gleich kommt doch der Tank. Oh nein, ich. Ja, der Tank brennt. Ey, das tat weh, du Scheiß-Tank. Hat er den Coach runtergeworfen? Oh nein, leider nicht. Weiter, auf die Beine. Los jetzt. Hier. Sollte es dein gekleidetes Medi. Ich heile mich auch mal. Obwohl, nein, ich heile mich noch nicht. Das wäre ja der reinste Wahnsinn. Wir sind erst am Anfang und müssen uns alle schon heilen. Hopp, hopp. Das ist ein Platz. Und war ja klar, dass Alice mich heilen will. Wollte das zwar nicht, aber ich kann mich dagegen leider auch nicht wehren. Oh, scheiße, Jockey. Und das Medikit von Alice ist schon wieder fast weg. Hier, Alice, du hast schon so wenig hier. Du hast mir ich verbunden, ich gebe dir Adrenalin. Irgendwo hier ist eine Witch. Ja, Alice, ich verbinde dich, glaube ich. Weil hier ist jeder nötig, weil die müssen mir ja auch helfen. Du bist eine ganz wichtige Person, Alice. Oh, ich glaube, wir gehen die andere Treppe doch hoch. Weil jetzt lege ich mich nicht mit der Witch an, die bringt mich zu Boden. Fertig. Oh. Über die Tür. Irgendwertig. Nein. Scheiße. Gut, dass er aber da drauf erst. Sonst hätten wir ihn nicht mehr hochhelfen können. Schneller runter, Alice. Ich weiß aber nicht, ob Alice es schaffen kann. Ich kann nicht versprechen, dass Alice es überlebt. Und ich habe mich selbst gerettet. Oh, hier ist ein Medikit. Dr. Nick macht das schon. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so alle für gut haltet, aber eigentlich bin ich der hier die Medikits braucht, weil sobald ich tot bin, dann hat sich das sowieso im Singleplayer erledigt. Wenn die anderen tot sind, kann man das verkraften, weil ich es noch schaffen kann. Tür auf. Und gleich geht auch irgendwie so ein Alarm-Event los, also gut, dass ich das gemacht habe, war es jetzt nicht. Lade nach! Ich hab das schon. Der Alarm bringt Freude.
Ach, nee. Und 45 Schuss nur noch. Ich habe nur noch 11 Schuss. Der Alarm brennt zwar jetzt nicht so Freude, aber egal. So. Ja, ich bin schon dabei. Also so übel bin ich da gar nicht bei weggekommen. Und viele finden sicherlich nett, dass ich zweimal ein Medikit gespendet habe, obwohl ich selber in Orangen-Oreich war, aber machen die ja auch. Außerdem brauche ich ja jeden. Jeder ist wichtig, der mir irgendwann doch mal wieder hochhelfen könnte. In der Zombie-Apokalypse ist Teamwork gefragt. Da kann man nicht da und egoistisch sein. Einige werden das sicherlich verstehen. Oh, danke, Rochelle. Oh ne, ich habe Rochelle geholfen oder getroffen, habe ich nicht gesehen. Ich kann jetzt gerade nichts machen, weil 3% und ich bin tot. Aber egal. Coach rettet mich schon. Werde euch sicher fehlen, wenn ich hier auschecke. Scheiße, jetzt können wir da nicht rein. Ich mach den Alarm erstmal aus. Oh, scheiße. Coach lebt aber wieder. Dass es doch noch so schlimm für uns aussieht, hätte ich nicht gedacht. Und ich bin grau. Naja, Boomer-Kotze brauche ich lieber. Tank haben wir ja überstanden. Ah, der hat nur keinen Schaden. Lade nach. Hier runter. Ach, richtig große Scheiße, das Ganze. Nein. Ich bin tot. Naja. Wir versuchen das nächste Folge nochmal. Moment mal, warum leben sie noch? Ah ja. Wir hätten es zwar fast geschafft. Aber egal. Wir versuchen jetzt nächste Folge nochmal. Tut mir leid. Ich werde diesmal nicht so an Alice denken, mehr an mich und mich heilen. Tschüss und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Left 4 Dead 2. Tschüss.